Einmal 13-fach neue Campagnolo EK-Gruppe. Brauche ich keinen Umwerfer. 12,5 Kilo. Ein kleines Update von meinem Open Mind. Ich habe das schon lange angekündigt, dass ich das fahren möchte mit der Campagnolo EK-Gruppe. Heute ist der Tag der Tage. Der Benny aus der Werkstatt hat gesagt, heute wird es mal fertig. Ich brauche nur noch meine Laufräder hochschleppen. Und die habe ich hier im Hintergrund schon stehen. Das sind in dem Fall Bora-Laufräder und Conti-Bereifung soll da drauf. Ich schnapp mir meine Laufräder, gehe in die Werkstatt, mal gucken, wie weit die sind. Sieht nach einem Stahlrahmen aus. Und das ist mein Mind. Also es soll zumindest werden. Hallo Benny. Was ist der Ups, umgeknippt. So, hier ist das Mind mit Tretlager. Genau, wir sind soweit eigentlich fast durch. Es fehlt nur noch das Tretlager und die Laufräder. Schaltung ist dran. Hydraulik ist dran. Der Vorbau wird noch gewechselt. Da habe ich mir einen anderen ausgesucht. Den hast du auch schon da liegen. Also Tretlager, Kurbel noch und ich habe meine Laufräder dabei. Die müssen wir allerdings dann noch umbauen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann machen die bloß 12-fach und müssen dann noch auf 13-fach umgerüstet werden. So. Und da liegt auch schon die Kurbel. Ja, den Schutz kannst du noch drauf lassen, das ist jetzt nicht wichtig für mich. Ja, aber dann montiere ich meine Laufräder. Das heißt, erst machen wir die Kassette drauf und dann mache ich die Reifen. Richtig. Dann helfe ich dir eben kurz noch die Achse umzurüsten auf 13-fach. Gut, dann kümmern wir uns jetzt aber mal um den Laufradsatz. Der ist hier noch verschlummert in den Taschen. Das ist das Hinterrad. Da ist jetzt der 12er Freilauf. Eine komplett andere Achse. Richtig, die Achse muss ausgetauscht werden für den speziellen Freilauf. Dass den Leuten klar ist, das ist jetzt hier der 12er. Und hier seht ihr den viel kürzeren 13er, weil das 13-fach beginnt mit einem 9er Ritzel. Ne? Der obligatorische Soundcheck. Camper immer ein bisschen lauter. Vorderrad. Oh, schwarz in schwarz. Erste Probefahrt. So, erste Probefahrt zu Ende. Scheiß Wetter zwar, aber geile Karre, kann so bleiben. Die finale Runde. Was noch fehlt ist Lenkerband, dicht mich in die Reifen und absägen. Und dann ist der schwarze Hirsch einsatzbereit. Im ersten Teil habt ihr jetzt gesehen, wie dieses Open Mind aufgebaut wurde. So ein bisschen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Jetzt ist es fertig und ich würde euch gerne noch ein paar Details geben, wie ist es aufgebaut. Was ist an diesem Open Mind Rahmen nicht serienmäßig? Custom lackierte Farbe, schwarz-matter Rahmen, Open Schriftzug schwarz glänzend und farbige Banderolen an Steuerrohr und Gabelende. Durchgehende Sitzstrebe bis hoch zum Sattel. Besonderes Highlight am Sitzrohr hier unten, kein Umwerfer mehr, weil einmal 13-fach neue Campagnolo EK-Gruppe, brauche ich keinen Umwerfer. Nochmal die Details zur EK-Gruppe von Campagnolo, hier die Kurbel Carbon, ein Kettenblatt.
das neue EK-Schaltwerk und die Kassette mit 13 Gängen. Kleinstes Ritzel 9 Zähne, größtes Ritzel 42 Zähne. Hier vorne die beiden neuen Ergo-Power-Hebel. Rechter Hebel, Hinterradbremse und mit Schalthebel fürs Schaltwerk ausgerüstet. Linker Hebel, Vorderradbremse, keine Schaltfunktion. Laufradsatz. Campagnolo Bora WTC 45 in Carbon, tubeless bereift mit Continental 5000 in 32 mm Breite. Bremsanlage natürlich Flatmount Scheiben gebremst, der Campagnolo passende EK Bremssattel, Bremsscheibengröße 160 mm. Von euch immer gefordert, was wiegt der Hobel? Kilo inklusive Montageständer, den könnt ihr euch ja abziehen, dann wisst ihr, was das Rad wiegt. Zum richtigen Vollidioten macht man sich, wenn man auch noch eine Camper-Schürze trägt und so ein Camper-Cappy. Alarmiere dich täglich, ich werde es knallhart durchziehen. Das will ich. Ja. Das Problem an der Schürze ist, dass die auch noch total sauber ist. Das heißt, du weißt, wie oft ich schraube. Aber zum Volldeppen werde ich erst, wenn ich auch diese Mütze trage, weil ich so einen großen Kopf habe und wenn ich diese kleine Campermütze aufsetze, sehe ich aus wie, ja, ich will es nicht sagen. Ich nehme sie mal lieber ab, das geht gar nicht. Kilo.